So, hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Buchreview für euch und zwar dieses hier, Geld oder Leben von Alexander Poray mit dem Untertitel, was uns wirklich zufrieden macht. Wie immer erstmal kurz zum Autor, ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Alexander Poray hat katholische Theologie studiert und zu dem Thema die Ich-Struktur in der Mystik Meister Eckharts und des Zen-Buddhismus promoviert. Anschließend hat er dann verschiedene Management-Tätigkeiten in Großkonzernen ausgeübt. Keine Ahnung, wie das zusammengeht, aber das ist nun mal so. Und zum Schluss ist er jetzt auch aktuell in der spirituellen Leitung des Benediktushofs in Holzkirchen und ist dort als Zen-Meister tätig, und zwar der Linie Leere Wolke von Williges Jäger. Und hält dort verschiedene Kurse, Meditationen, Retreats und Vorträge zum Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und all diese Themen ab. Auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir zu der Prämisse und der Unterteilung des Buches. Also das Buch ist unterteilt in ein Einleitungskapitel und 6 darauf folgende Hauptkapitel. Und warum er das so gewählt hat, ist ganz interessant, denn er erzählt die Geschichte wie eine Hände-Hoch-Szene. Also so ist das Buch inszeniert. Wir befinden uns in einer Hände-Hoch-Szene. Und er beschreibt, dass wir unser Leben im Grunde genommen so leben, als ob wir die ganze Zeit unsere Hände hochhalten, weil wir nämlich von jemandem mit einer Pistole bedroht werden. Und das ist vor allem eine innere, geistige Haltung. Und diese Szene mit erhobenen Händen, das ist ja mit Angst verbunden. Wir würden unsere Hände ja nicht hochhalten, wenn wir nicht Angst hätten. Und so gehen wir durchs Leben. Und der Clou an dieser Sache ist, dass wir selbst diese Pistole halten und sie uns gegen uns selbst richten und dass wir in dieser Szene wir haben diese Szene selbst erfunden, wir sind halt Drehbuchautor, wir haben diese Szene selbst geschrieben, wir führen Regie und wir besetzen auch alle Haupt- und Nebenrollen. Und unser ganzes Leben ist also eine Selbstinszenierung, ich sag mal es mit eigenen Worten, eine Art Shitshow, in der wir uns selbst unter Druck setzen und Angst machen und leiden. Das ist halt die Prämisse des ganzen Buches und die 6 Kapitel sollen die 6 Kammern eines klassischen Revolvers darstellen, also quasi 6 Schüsse, die abgefeuert werden können. Und das ist ganz interessant. Und warum inszenieren wir selbst diese Hände-Hoch-Szene? In der Einleitung gibt er uns schon mal einen kurzen Vorgeschmack. Er sagt nämlich, dass wir alles, aber auch wirklich alles tun, um ein Gefühl der Dauer dieser einen flüchtigen Persönlichkeit, die wir Ich nennen, zu erzeugen, koste es, was es wolle. Und es kostet sehr viel, sehr, sehr viel, nämlich das Leben. Das ist schon mal eine sehr interessante Prämisse, fand ich. Deswegen habe ich mir das ganze Buch durchgelesen und fand es interessant genug, es euch hier mit einem Buchreview zu teilen. Steigen wir direkt mal ein in das erste Kapitel. Und das heißt, wer hält eigentlich die Pistole? Und ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt. Und das ist meiner Meinung nach auch das interessanteste und das wichtigste Kapitel im ganzen Buch. Denn hier stellt er die entscheidende Frage, wer bin ich? Und er sagt, er hält diese Frage für die Frage aller Fragen. Und ich glaube, jeder spirituell Suchende, der sich schon mal mit Meditation befasst hat oder in seinem Fall, er ist ja ein Zen-Meister, Zen ist ja eine spezielle Form der Meditation, der weiß, dass diese Frage, wer bin ich, was ist das Leben, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das Ganze hier, dass das die im Grunde genommen wichtigsten Fragen sind, die man für sich selbst klären muss. Und er hat eine Erklärung dazu und ich kürze es mal ab, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer bin ich, was mache ich hier. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, wer oder was wir sind. Und wenn wir diese erste fundamentale Wahrheit, wenn die wackelt, nämlich ich bin, du bist, wir sind, dann wackeln auch alle anderen sogenannten Wahrheiten, weil sie nämlich durchwegs alle auf dieser ersten fundamentalen aufgebaut sind. Und dazu schreibt er, wissen wir also nicht mit Sicherheit, wer und was wir sind, wie können wir uns dann so sicher sein, dass gerade unsere Ziele, Aufgaben und Werte so wichtig sind? Das, finde ich, ist schon mal ein sehr interessanter Aspekt. Und diese Analogie dieser Hände-Hoch-Szene, die setzt nämlich voraus, dass ein jemand
anwesend ist, der die Pistole hält und der die Hände hochhält. Und dieser jemand scheint aber bei genauerem Hinschauen gar nicht wirklich da zu sein. Zumindest nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Und es spricht sehr viel dafür, dass dieses sogenannte Ich ein künstliches, erdachtes Konstrukt ist, das gar keine Permanenz und somit keinerlei Realität besitzt und dass wir uns dieses Ich von Moment zu Moment herbeidenken und das mit größter Mühe und Not, wenn man so will. Und der Autor führt uns in diesem Kapitel im Grunde genommen Schritt für Schritt durch, wie dieses erfundene Ich entstanden ist, warum es entstanden ist, wie wir es von Moment zu Moment mit Leben befüllen und somit am Leben erhalten, dass das alles im Grunde genommen eine Illusion ist und dass unsere eine, sag mal, der Aufgaben in diesem Leben darin besteht, aus dieser Illusion heraus aufzuwachen. Das war jetzt mal so die grobe, kurze Zusammenfassung dieses Kapitels. Und man kann das auch so sehen, der historische Gautama Buddha war ja nicht der Erste. Der Buddha heißt ja im Grunde genommen nur der Erwachte. Er ist nur ein Buddha und nicht der Buddha, denn es gibt ja viele Erwachte. Aber Buddha war wohl anscheinend der Erste, der imstande war, dieses Phänomen des Ich-Prozesses, denn das ist ein Prozess, in dem wir dieses Ich im Grunde genommen herbeibeschwören, herbeidenken. Er war der Erste, der imstande war, dieses exakt zu beschreiben und eine Übung einzuführen, durch die man zu der gleichen Erkenntnis kommen kann, sprich Meditation, und aus dieser Ich-Illusion erwachen kann. So, das fand ich halt auf jeden Fall schon mal interessant. So viel zum ersten Kapitel. Kommen wir zum zweiten, und zwar die Unmöglichkeit, das Un steht in einer Klammer, oder auch die Möglichkeit einer Paarbeziehung. Und in diesem Kapitel geht es darum, wie dieses Ich, was wir für uns halten, Beziehungen aufbaut, Beziehungen eingeht, Beziehungen hält und Beziehungen wieder beendet. Und der Autor schreibt am Anfang, dass wir die allermeisten Freuden, aber auch die allermeisten Enttäuschungen und Frustrationen im Zusammenhang mit unseren Beziehungen erleben. Und ich persönlich sehe es inzwischen eigentlich so, dass das ganze Leben nur aus Beziehungen besteht. Es gibt eigentlich nur Beziehungen. Wir stehen in Beziehung zu uns selbst, zu diesem erdachten Ich, für das wir uns halten. Wir stehen mit diesem Ich, durch dieses Ich in Beziehung zu anderen Menschen, zu unseren Eltern, Kindern, Geschwistern, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter. Wir stehen aber auch in Beziehung zu Objekten. Das ist mein Haus oder mein Auto oder das ist halt irgendjemandes Auto. Und wir stehen auch in Beziehung zu unseren eigenen Gedanken und Gefühlen und Emotionen. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ein wichtiger Teil dieses Kapitels ist das Thema Lust. Und dass das Thema Lust vieles im Rahmen einer Beziehung entscheidet. Und wir glauben ja immer, wir halten uns für ein autonomes, selbstständiges Wesen, was selber Entscheidungen trifft, in Bezug jetzt speziell auf Beziehungen. Das ist aber gar nicht so, denn dieses sogenannte unabhängige Ich entpuppt sich eigentlich als eine Folge von komplexen Umständen und deren Wechselwirkungen. Und ich bin nicht der Schöpfer dieser Wechselwirkungen, dieser Umstände. Das heißt, man kann kurz sagen, nicht wir bestimmen über die Lust, sondern die Lust bestimmt über uns. Und dahingehend sagt der Autor noch eine weitere interessante Sache, nämlich, wer oder was ein wichtiges Wörtchen beim Steuern unseres Lebens mitzureden hat, sind all unsere Ängste, die mehr oder weniger auf kleine oder größere Traumata zurückzuführen sind, die wiederum unsere Tendenzen, sich zu organisieren, grundlegend beeinflusst haben. Und er hält es eigentlich auch für eine Illusion, dass wir meinen oder glauben, wir könnten diese Traumata ein für alle Mal wegtherapieren. Und da kommt ein sehr interessanter Satz. Er sagt nämlich, wir haben diese Tendenzen nicht, wir sind diese Tendenzen. Unser System hat sich innerhalb dieser konkreten Erlebnisse, diesen Traumata, ausgebildet und es hat die Erlebnisse, also es, das System, hat die Erlebnisse gemeistert, sodass wir, dieses Ich, jetzt eben noch da sein kann. Und genau aus diesem Grund hat es meiner Meinung nach auch überhaupt gar keine Bedeutung oder es hat gar keinen Sinn zu versuchen, diese Tendenzen zu optimieren, sich zu verbessern als Person oder als Persönlichkeit.
oder diese Tendenzen weghaben zu wollen, denn das ist alles zum Scheitern verurteilt, weil wir eben diese Tendenzen sind und sie nicht haben. Und oft ist es einfach so, dass es hilft, diese Tendenzen in sich selbst einfach nur zu beobachten, wie ein unbeteiligter, unparteiischer Beobachter. Und das Paradoxe daran ist, das Beobachten selbst führt meistens schon zu einer Veränderung. Und etwas Ähnliches hat ja im Grunde genommen auch das berühmte Gedankenexperiment des Quantenphysikers Erwin Schrödinger gezeigt, der ja so ein bisschen als Vater der Quantenmechanik gilt. Googelt einfach mal Schrödingers Katze und lest euch das durch und setzt das mal in Relation zu dem, was ich gerade gesagt habe. Und dann wird euch vielleicht die ein oder andere Schuppe vom Auge fallen, hoffentlich. Dann sagt der Autor weiterhin, dass im Zusammenhang mit Beziehungen ist die am häufigsten oder am stärksten ausgeprägte Angst mit großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich die Angst, abgelehnt oder verlassen zu werden. Und das kommt im Grunde genommen daher, dass für einen neugeborenen Säugling die Ablehnung der Mutter oder das Verlassen der Mutter vom Säugling mit dem Tod gleichzusetzen ist, denn man ist ein völlig hilfloses Wesen, was zu 100% auf die Fürsorge und Pflege der Mutter oder der Eltern, diejenigen, die diese Rolle übernehmen, angewiesen. Und ohne das ist man dem Tod ausgesetzt. Und das ist wahrscheinlich auch das Trauma schlechthin, was jeder Mensch hat, das Geburtstrauma. Und die Angst, verlassen zu werden und dementsprechend dann zu sterben, wenn das passiert. Und Angst ist, sagt er, entgegen unserer gewohnten Einschätzung eben nicht ein Gefühl, sondern Angst, das Wort Angst kommt vom lateinischen Namen angustus und heißt so etwas wie Kontraktion oder Enge. Und das beschreibt eigentlich die psychosomatische Fähigkeit, sich enger zu machen und zu kontrahieren, wenn man Angst verspürt oder Schmerzen. Und er sagt, das Problem hierbei ist, dass wir diese Kontraktion nicht selektiv vornehmen können. Das bedeutet, wenn wir für etwas Angst haben, dann können wir uns nicht einfach nur lokal kontrahieren vor dem, was wir Angst haben und bleiben offen für alles andere, sondern unser ganzes System, unser ganzes mentales System und unser körperliches System, also die ganze psychosomatische Struktur macht sich enger, zieht sich zusammen, um sich vor Schmerz und Angst zu schützen, aber dadurch blenden wir ja alles andere auch aus. Und alles andere, was gerade jetzt da ist, und das ist sehr viel, das nehmen wir dann auch nicht mehr wahr, weil wir uns quasi zumachen in einem Kokon. Und das ist halt das Problem. Und er sagt, dass unsere normale Haltung, gemessen an der Kontraktion, müsste damit die Entspannung sein. Das heißt, wenn wir nicht gerade ängstlich sind und uns eng machen und damit kontrahieren, sind wir entspannt. Und er sagt, dass wenn wir bei uns selber mal genauer hinspüren, dann müssten wir feststellen, dass wir im Zustand dieser Entspannung auch einen Zustand der Fülle wahrnehmen. Dass wir uns im Grunde genommen erfüllt fühlen, denn wir nehmen auch einen Raum wahr, einen großen Raum, in dem alles passiert. Und weil dieser Raum eben leer ist, könnte man sagen, fühlt es sich recht unspektakulär an und deswegen ist es so schwer, diesen Raum wahrzunehmen, weil alles andere, was in diesem Raum passiert, nämlich unsere Gefühle und Gedanken und alles, was sonst noch stattfindet, oft, ich sag mal, so ein bisschen mehr etwas von Spektakulärem hat und deswegen unsere Aufmerksamkeit anzieht. Das ist die Objektwahrnehmung. Ja, er schreibt dann, dass wenn wir feststellen, dass wir dieser Raum sind, wenn unser System in Ruhe ist und im Frieden ist, dann sind wir zufrieden. Und er sagt, diese Betrachtungsweise weist die Fülle als den Grund unserer Zufriedenheit aus. Wir können und müssen, schreibt er, dieses Ereignis auch noch anders betrachten. Erst wenn wir im Frieden sind, erscheint uns der Raum der Fülle. Und jetzt könnte man fragen, welche Betrachtungsweise ist jetzt eigentlich richtig? Was war zuerst da? Fülle, Zufriedenheit und Entspannung. In der Realität sieht es so aus, als ob sich alle drei gleichzeitig ereignen würden. Das sagt er zumindest. Er sagt, Fülle, Zufriedenheit und Entspannung passieren gleichzeitig. Und fehlt eine von diesen dreien, dann sind alle anderen auch nicht erfahrbar. Und das ist ein ganz interessanter Zustand, den man dann eben in der Meditation erfahren kann, wenn man dann soweit ist. Kommen wir zum dritten Kapitel, Geld oder Leben. Das Kapitel ist, glaube ich, auch der Namensgeber
des Buchtitels. Und das ist auch ganz interessant, denn am Anfang versucht der Autor sich an einer allgemeinen Definition, was Geld eigentlich ist. Und er kommt zu dem Schluss, dass Geld in unserem Bewusstsein entsteht und nicht in der Bank oder in der Bundesdruckerei. Und die ganze Argumentationskette, wie er darauf kommt, die ist sehr interessant und sehr schlüssig, aber die lasse ich hier mal weg, um jetzt den Rahmen des Buchreviews nicht komplett zu sprengen. Er räumt auch mit den ganzen Vorstellungen von Besitz, Vermögen und Eigentum auf und er zeigt eigentlich klar auf, dass es so etwas wie Besitz an sich nicht gibt, sondern dass es nur eine getroffene Vereinbarung ist, bei der man sich darauf einigt, wer, wann und wie lange etwas nutzen kann. Sonst nichts. Das heißt, wenn wir von haben reden, müssten wir eigentlich sagen, dass wir nach den derzeit geltenden Regeln die ausschließlichen und uneingeschränkten Nutzungsrechte erworben haben. Nicht mehr und nicht weniger. Und das Stichwort derzeit geltende Regeln ist nicht ganz unwichtig, denn das heißt, dass der sogenannte Besitzer jederzeit gegen seinen Willen von seinem Besitz vertrieben werden kann. Und dazu braucht man nicht unbedingt so etwas wie einen Krieg, einen Systemwechsel oder eine Revolution. Die Rechte des Staates reichen da meistens schon aus. Und in diesem Sinne gehört einem nichts wirklich. Das sollte man sich mal vor Augen führen. So, einen weiteren Punkt in diesem Kapitel fand ich ebenfalls interessant und das ist eigentlich schon der Kernpunkt des ganzen Buches, und zwar, dass erworbene Sachen können uns auf Dauer nicht befriedigen, weil wir selbst nicht von Dauer sind. Und die Implikation davon sollte sich mal jeder auf der Zunge zergehen lassen. Das Ich, dieses Ich, ist nicht von Dauer und muss von Augenblick zu Augenblick neu erzeugt werden. Und dazu schreibt der Autor: Und das Problem entsteht dadurch, dass wir uns genau gegen die eigene Bedingtheit, gegen die permanente Abhängigkeit von Umständen, mithin gegen die eigene wesenhafte Flüchtigkeit zeitlebens auflehnen. Im Normalfall bedeutet für uns zu leben, ums Überleben zu kämpfen, also eigentlich leben wir nicht, sondern wir überleben nur. Und um was genau kämpfen wir da? Natürlich könnte man jetzt sagen, wir kämpfen um den Erhalt des Körpers, aber das, worum wir eigentlich kämpfen, unser Überlebenskampf, der niemals endet, ist ein Kampf der Selbstbehauptung. Man könnte das auch mit einem Bindestrich schreiben, die Selbst-Behauptung. Dazu schreibt der Autor, die flüchtige Ich-Perspektive, die, wie wir bereits gesehen haben, mit jedem Gedanken neu entsteht, will sich verewigen, also behaupten. Sie setzt sich ein Haupt auf, Augenblick für Augenblick. Und woraus besteht dieses Haupt? Es besteht aus der Inbesitznahme und deren Verwandlung in Ich und Mein. Denn ich bin nur dann ein Jemand, wenn ich ein Etwas bin und etwas habe. Was es ist, spielt dabei gar keine Rolle. Deswegen ist die Selbstbehauptung konstant auf den Zugriff auf alle nur erdenklichen Ressourcen angewiesen, darunter eben auch Geld, Besitz, Vermögen und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall sehr erleuchtend und aufschlussreich. Ich werde jetzt die nächsten beiden Kapitel, das vierte und das fünfte Kapitel, mal überspringen. Da geht es im vierten Kapitel um Gut oder Böse, so Themen wie Moral, Ethik, Gewissen und Glauben, und im fünften Kapitel geht es um Sterben und Tod. Da ist der Name des Kapitels schon Programm. Dann komme ich direkt zum letzten Kapitel und das heißt: Sechsmal klingelt der Wecker. Und wenn ihr euch erinnert, am Anfang des Buches hatte der Autor diese Hände-Hoch-Szene inszeniert und gezeichnet mit all seinen Implikationen, und im letzten Kapitel führt er aus, was es benötigt, um aus dieser Hände-Hoch-Szene rauszukommen. Und er sagt, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Erwachen. Er schreibt dazu, was immer da war und immer noch möglich ist, nenne ich ein kleines Erwachen. Ein immer wieder stattfindendes Erwachen. Ein Erwachen nicht in die endgültige Weisheit und Erkenntnis hinein, sondern ein Erwachen aus den Annahmen, Interpretationen, dem Wissen und dem Besserwissen heraus. Dieses Erwachen ist die plötzliche Liebe des Lebens zu sich selbst. Und er sagt, dass zu diesem Erwachen auch ein Bewusstsein gehört, das Hand in Hand mit diesem Erwachen geht, dass wir im Grunde genommen feststellen müssen, wie wenig wir wirklich in der Hand haben, aber mit wie wenig wir wirklich zufrieden sein können oder wie wenig mehr als genug ist. Und dieses unmittelbare Erlebnis der Fülle,
Das ist eine sehr wichtige Seinsqualität, die im Grunde genommen dazu führt, dass wir uns zufrieden und gelassen fühlen. Das entsteht quasi aus der Fülle heraus. Und zum Schluss würde ich gerne nochmal aus dem Buch selbst einen ganz kurzen Abschnitt vorlesen zum Thema Erwachen, den ich sehr interessant finde. Und zwar, Erwachen bedeutet, durchlebt zu haben, dass unsere Identität, unser selbstverständliches Ich, eine wundervolle Kreation des Lebens ist. Eine seiner vielen Fähigkeiten, in Erscheinung zu treten und sich spielerisch zu organisieren. Es ist genau die Fähigkeit, mal eben die Plastikfigur im Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel genauso leidenschaftlich zu verkörpern, wie zu weinen, wenn jemand uns verlässt, oder sich zu freuen, wenn der Hund seinen Kopf in unseren Schoß gelegt hat. All das sind wir und gleichzeitig keines davon ausschließlich. Erwachen bedeutet zu realisieren, dass wir die wundervolle Fähigkeit des Lebens sind, am Erleben des Lebens unmittelbar teilzunehmen, indem wir genau das gerade sind und sein können, was sich soeben ereignet. Wollen wir festhalten? Wollen wir es festhalten, weil es uns doch so sehr gefällt, dann zerrinnt es in unseren Händen und wir verpassen gleichzeitig das bereits sich jetzt Ereignende. Wollen wir auf das Künftige warten, dann verpassen wir das Jetzige. Wenn wir die Fülle wirklich wollen, dann müssen wir nichts tun, denn sie ist ständig da. Ob wir ebenfalls da sind, das ist nicht nur eine andere Frage, sondern die Frage schlechthin. Ja, ob wir ebenfalls jetzt gerade in diesem Moment da sind, das ist letztlich die alles entscheidende Frage. Und mit dieser Frage lasse ich euch jetzt mal alleine, um drüber nachzudenken, drüber zu meditieren, drüber zu grübeln, wie auf einem Knochen drauf rumzukauen. Ich lasse euch wie immer den Link für das Buch unten in der Infobox da. Es würde mich freuen, wenn ihr euch überlegt, das Buch zu kaufen, es selbst durchzulesen. Vielleicht einen Kommentar unten da zu lassen, was ihr am interessantesten fandet, in welchem Kapitel ihr den größten Erleuchtungsmoment hattet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.